Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Ja, es regnet draußen und das sogar sehr ergiebig, heute schon fast den ganzen Tag und es hat auch vorgestern schon ein bisschen geregnet, allerdings nur nachts oder zum späten Abend. Aber wir brauchen natürlich den Regen, so wie wir die letzten Wochen ja gesehen haben, war es sehr, sehr trocken und was natürlich noch viel negativer war, es hat auch wieder mal einen Waldbrand gegeben, selbst hier in Bockheide und zwar hier hinten am Radweg. Und wie ihr hier sehen könnt, ich war kurz mit dem Fahrrad unterwegs und zufällig dabei vorbeigekommen dort, als unsere Feuerwehr wieder mal fleißig am Löschen war. Die haben das natürlich auch fix hingekriegt und dafür gesorgt, dass auch keine Brandnester zurückbleiben. Vielen Dank dafür. Aber ich bin auch der Meinung, das Feuer hat sich nicht von selbst entzündet. Da hat bestimmt irgendjemand seine Kippe in den Wald geschnipst oder wie auch immer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich der Wald dort selbst entzündet hat. Aber wie gesagt, unsere Feuerwehr war wieder schnell dort gewesen und haben unseren Ort vor größeren Schaden bewahren können. Also keine Kippen in den Wald. Selbst jetzt, wo es mal geregnet hat, ist ja die Gefahr trotzdem noch nicht vorbei, denn der Boden und auch der Wald ist ja eigentlich fast komplett ausgedörrt. Sollte man schon vorsichtig sein. Okay, kommen wir zu den Themen, die gewesen sind. Also Kippe, Feuer war natürlich auch gewesen. Aber was sonst noch lief, und zwar war am Samstag, den 7.9. in Borgheide Müllsammeln angesagt. Der BSV 90 und die DLRG-Ortsgruppe starteten die Aktion Müllsammeln im Wald im Rahmen der Gesundheitswoche. Es haben sich auch ein paar Leute eingefunden und Matze hat mal ein kleines Video dazu gedreht. Könnt ihr euch mal anschauen. Wunderschönen guten Morgen hier, Samstagmorgen, Marktplatz Borgheide. Großer Treffpunkt heute hier für uns. Ja, Sportverein und DLRG zusammen als Gemeinschaftsaktion im Rahmen der Gesundheitswoche. Hat der Sportverein mal gedacht, wir machen mal was ganz Besonderes. Ja, in Verbindung natürlich hier mit der DLRG und wir wollten unsere ganze Jugend, unsere Erwachsenen, Senioren, alle hier herbringen auf den Marktplatz, um gemeinsam Borgheide wieder schick zu machen. Das heißt, wir wollen heute mal anfangen, rund um den Marktplatz, Schulgebäude, Feuerwehr, den Wald ein bisschen zu säubern und da mal ein bisschen Müll rauszumachen. Mal sehen, vielleicht machen wir eine kleine Challenge, mal sehen, wie viele Säcke wir schaffen. Ich tippe mal 12. Na, das ist eine gute Sache. Schauen wir mal, was draus wird. Ja, vielen Dank. Tolle Sache sowas. Könnte man ruhig mal regelmäßig machen, nicht nur im Rahmen der Gesundheitswoche, denn es fliegt ja doch genug Zeugs in den Wald, was da überhaupt nichts zu suchen hat. Man würde sich doch eher freuen, dass man da Pilze findet anstatt Müll. So, dann waren noch auch am Samstag die DLRG-Ortsgruppe Borgheide in Potsdam unterwegs, und zwar die Kinder hauptsächlich. Die haben sich nämlich bei mir, in meinem Verein diesmal eingefunden und haben mal so richtig Freiwasserschwimmen gemacht. Das heißt, die sind in die Havel, die auch nicht so top sauber war. Da grünte das ja überall, da die Algen und dergleichen mehr, da finden sich ja jetzt meistens im August, Ende August im Wasser, wobei das beim Regen jetzt wieder vorbei sein sollte. Jedenfalls sind die Kinder dort mal so richtig rausgeschwommen und haben so Übungen gemacht und dergleichen mehr, und auch dafür haben wir ein Videoschnipsel für euch parat. Ja, hallöchen, ich melde mich heute hier aus Potsdam, aus dem Verein der Wassersportfreunde in der Pirschheide. Der Lutze hat mal unsere DLRG-Ortsgruppe Borgheide eingeladen. Dass sie, das ist übrigens der Lutze, wer ihn nicht kennt. Er hat die DLRG-Ortsgruppe Borgheide mal eingeladen, um hier mal ein bisschen was anderes zu trainieren, nämlich mal das Schwimmen im freien Wasser. Und hier hinten wird sich schon ganz kräftig erwärmt. Und wie ist die Wassertemperatur, Lutze? Ja, 21 Grad Wassertemperatur. Manchmal ist es wärmer als die Luft, aber nur dann, wenn die Sonne gerade nicht rausguckt. Jetzt kommt die Sonne gerade raus, das ist sehr schön. Das sind so die letzten schönen Sonnenstrahlen wieder mal. Hatten wir letzte Woche schon das Thema. Wieder mal schöne Sonnenstrahlen zum Sommerausklang. Ja, und wie gesagt, hier ist die Freiwasserübung der Ortsgruppe Borgheide.
und schwimmen unter anderen Bedingungen. In der Halle, das kann jeder, ja. Das wissen wir auch. Da ist irgendwo links und rechts ein Ende. Und hier in der Havel ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl. Ja, es sind genug. Haben die Kinder natürlich auch Glück, ja, weil heute ist es absolut windstill hier. Wir haben kaum Wellen, kaum Boot unterwegs. Das haben wir sonnabends natürlich sonst mehr. Und dann hast du hier so schon mal 20, 30 Zentimeter Wellen. Das ist natürlich schade, das hätte viel mehr Spaß gemacht. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, da muss man aber auch weniger retten, wenn weniger Wellen sind, ja. Ja, aber es ist ganz ruhiges Wasser heute. Fast noch ruhiger als im Waldbad Borkheide. Siehst du, heute Morgen gerade noch Müll sammeln in Borkheide. Lutze, das hast du leider verpasst. Da hättest du auch mitmachen können, aber du warst hier mit den Vorbereitungen für dieses große Event beschäftigt. Alles gut. Du hast ausgeschlafen, ne? Genau. Der Lutze kann ja sogar schwimmen, guck mal. Ja, Herr Schlütze, bist fix und fertig, ne? Wie es so aussieht. Wir winken nochmal zurück, wie man hier sieht im Film. Die Kinder hatten hier bei dir im Verein richtig Spaß. Du musst mich nicht vom Steg bringen. Ich kann, wenn ich will, vom Steg springen. Aber nicht heute, weil ich bin mit Technik wieder angebabbelt. Ja, die hat mit Wasser haben die immer Spaß. Ja. Ne? Wie gesagt, nochmal ein recht herzliches Dankeschön. Und ja, du hast ja eigentlich mit dem Ort eine Marke gesetzt. Ich glaube, nächstes Jahr. Ja, wenn man es rechtzeitig anmelden, ist das immer auch gar kein Problem. Ne? Man muss das halt wissen und dann kann man sich darauf einstellen. Weil sonst fahren natürlich hier auch mal die Boote mal raus, logischerweise, weil das ist ja nun mal ein Bootsverein. Ja. Ne? Aber gut. Es ist ja nicht Hochsommer und es beruhigt sich ja langsam hier auch, wenn das Wetter so ein bisschen nachlässt. Aber wir haben noch mit einem der besten Tage der Woche hier erwischt. Schöne Grüße hier aus Potsdam und bis demnächst. Sag tschüss. Tschüss. Brav. Ja, tolle Sache sowas. Mal sehen, ob wir das nochmal wiederholen. War jedenfalls sehr schön. Es wurde noch ein bisschen gegrillt und wir haben uns dort sehr wohlgefühlt mit den Kindern zusammen. Und nun zur nächsten Veranstaltung, und zwar am 15. September. Da ist ja nicht nur eine, da sind gleich mehrere Veranstaltungen übrigens. Aber anlässlich des Hans-Grade-Sommers findet auf dem Flugplatz wieder eine Veranstaltung statt. Und zwar diesmal mit der besondere Abend. Wie ihr ja wisst, war Hans-Grade der erste Motorflieger Deutschlands gewesen. Und in diesem Jahr gibt es einige Jubiläen zum Andenken an Hans-Grade in Borkheide zu feiern, und zwar seinen 140. Geburtstag am 17. Mai 1879 wurde er geboren, und vor 110 Jahren gewann er den Landspreis der Lüfte, und zwar am 30. Oktober 1909, und am 14. August 1909 zog Grade mit seiner Werkstatt nach Bork, unserem heutigen Borkheide. Eingeflochten in das Programm des Hans-Grade-Sommers 2019 von der Gemeinde und von der Hans-Grade-Gesellschaft wird am 15. September der besondere Abend ein Open-Air-Konzert der brandenburgischen Big Band veranstalten mit Swingmusik aus der Zeit von Hans-Grade. Das beginnt um 17 Uhr und zwar auf dem Flugplatz Borkheide. Der Eintritt ist frei und Veranstalter sind die Gemeinde Borkheide mit finanzieller Unterstützung der Kulturförderung des Landkreises Potsdam-Mittelmark, und das Management hat wie immer Edda Hage. So, ebenfalls am Sonntag, den 15.09., findet im Hotel Fliegerheim wieder der Sunday Lunch statt. Diesmal mit Swing-Duo Aldo, alter Schwabe, Swing-Klassiker, Hits und Evergreens der 30er und 50er Jahre. Das beginnt von 11 bis, oder findet statt von 11 bis 14 Uhr. Pro Person 24,50, Kinder 6 bis 14 Jahren halber Preis und Kinder bis 6 Jahre haben freien Zutritt. Die Voranmeldung ist natürlich erwünscht. Nicht vergessen möchte ich darauf hinzuweisen, dass am 28.09. ab 17 Uhr in der Gaststätte am Waldbad wieder das Oktoberfest stattfindet. Das Team der Gaststätte am Waldbad möchte sich bei den Borkheidern, Borkwaldern und den anderen Feierwütigen nochmal herzlich für die Saison bedanken und ordentlich mit euch feiern. So, dann sind wir schon fast durch, denke ich mal. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bleibt uns nur noch die letzte Veranstaltung vom letzten Sonntag mitzuteilen. Da war wieder Fußball gewesen hier in Borkheide und der BSV 90 hatte einen Match gegen den SV Traktor Schlarlach zu bestehen. Ganz einfach ist es den Borkheidern diesmal nicht gefallen. Nur so viel vorweg. Borkheide hat natürlich nicht verloren. Natürlich ist gut. Aber 1:1 ist das Spiel ausgegangen. Ein Punkt ist in Borkheide geblieben, einer ist mit nach Schlarlach gegangen und wir hatten tatsächlich auch den
Trainer von Schlarlach mit vor die Kamera bekommen. Und was der Trainer dazu sagte, könnt ihr hier mithören. Sonntag in Borkheide. Diesmal war es eine Schlacht gegen Traktor Schlarlach. Das erste Mal hier zu Gast gewesen. Und wie man hier sehen kann, haben wir nicht nur unseren Trainer hier, sondern als Gast natürlich auch Olaf von Traktor Schlarlach. Du bist Hallo. Der Trainer dort. Genau. War eine heiße Partie, würde ich sagen. Ziemlich ausgeglichen. Zum Schluss ein bisschen Druck von uns, sag ich mit meiner unscheinbaren Meinung. Wir geben zuerst den Gast das Wort. Was sagst du zu dem Spiel? Ja. Also erstmal finde ich, dass das 1-1 das gerechte Ergebnis für so ein wie das Spiel heute war. Ja. Ja. Erste Halbzeit, Borkheide hat sicherlich den Ballbesitz gehabt, das wollten wir ihm noch überlassen. Fand, dass wir in der ersten Halbzeit die klareren Chancen hatten. Da konnte sich Borkheide wirklich zweimal wirklich bei ihrem Torwart bedanken. Ja. Echt starke Paraden, muss man sagen. Ja, in der zweiten Halbzeit. Also wir haben auf jeden Fall analysiert, dass wir nicht gut gespielt haben. Wir wollten viele Sachen verändern. Es ist heute nicht so gut gelungen, muss ich auch wirklich sagen. Also da auch Respekt an den Aufsteiger hier in der neuen Liga, muss man auch wirklich mal zugeben. Ja, genau. Kurz, also genau. Ihr standet auf dem vierten Platz in der letzten. Geworden, richtig, genau. In der ersten Kreisklasse letztes Jahr. Ganz genau. In der letzten Saison, genau. Ja, und nach der gelb-roten Karte hat natürlich Borkheide viel, viel Druck entfacht und logischerweise auch den verdienten Ausgleich erzielt. Bei unserem Torwart können wir uns natürlich bedanken, dass wir den Punkt hier noch mitnehmen. Eine gute Parade zum Elfmeter. Und am Ende sind wir mit dem Punkt, so wie das Spiel gelaufen ist, zufrieden. Okay. Super. Markus, was sagst du? Ja, also ich gebe zumindest recht, dass es wahrscheinlich ein gerechtes Ergebnis ist. Eigentlich bei der Leistung, die wir heute hatten, insbesondere wenn man die ersten beiden Spiele gesehen hat, hätten wir es verlieren müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben nicht ansatzweise heute irgendwann geschafft, mal 5 Minuten die Leistung auf den Platz zu kriegen, die wir die letzten 2 Spiele hatten. Und nach der Leistung dann bis zum Ende, selbst mit einem Mann mehr, hat man es nicht gesehen. Das hat Schlarlach gut gemacht. Ja, na klar, mit hohen Bällen dann mehr gearbeitet, versucht vorne noch einen rauslaufen, aber sich hinten tief reingestellt, aber haben sie trotzdem gut gemacht. Wir haben keine wirklich vielen klaren Chancen am Ende rausgespielt. Ja, das Tor war guter Elfmeter, kann man immer drüber streiten, ob es einer ist oder nicht und ob daraus was geworden wäre sozusagen. Und dann der eine Schuss an die Latte. Aber das war auch ein Fernschuss. Ja, da haben wir trotzdem wieder nicht bis vors Tor kombiniert. Und das haben wir bis zum Ende nicht gut gemacht, dass wir es wirklich kombinieren, spielerisch so, dann insbesondere gegen einen Mann weniger über außen. Das haben wir nicht gut gemacht. Ja, Markus, pass auf, ich habe ja nicht so viel Ahnung. Jetzt sage ich immer so, wir sind ja nun gerade aufgestiegen und wir haben jetzt gegen den vierten der letzten Saison ersten Kreisliga gespielt. So schlecht fand ich das gar nicht verloren zu haben. Ja, natürlich. Ich finde es auch gut, dass wir nicht verloren haben. Ja? So. Ja. Also insgesamt, das ist ja auch das Positive, was wir jetzt mitnehmen, dass wir sagen, wir haben uns reingebissen, trotz eines nicht guten Fußballspiels von uns, also was Spiel angeht. Ja, das Spiel insgesamt war ja eigentlich schön. Ja. Zuzugeben, war auch mit Kampf drin, war alles dabei. Aber nicht eines guten Fußballspiels von unserer Seite aus. Haben uns trotzdem reingebissen, haben immer wieder was versucht. Und dann auch Fehler gemacht, aber trotzdem weiter versucht. Und dann uns belohnt mit dem Tor. Das ist okay. Und ja, gegen den vierten, ja, ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen der ersten Kreisklasse und zweiten Kreisklasse nicht so riesig ist. Glaube ich so. Bisher, zumindest wenn wir jetzt die Gegner bisher gesehen haben. Ich will uns ja auch nicht jetzt zu hoch loben. Das heißt ja nachher, dann müssten wir in der ersten Kreisklasse auch oben mitspielen. Das sehe ich ja noch gar nicht. Nee, eben. Deswegen. Also deswegen ist eine gute Leistung. Aber wenn wir die ersten beiden Spiele gesehen haben, hätten wir das heute auf den Platz gekriegt. Glaube ich, hätte es noch ein bisschen besser ausgesehen. Ich habe es gesehen, unsere Jungs haben die Köpfe hängen lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euren war, aber unsere haben tatsächlich die Köpfe hängen lassen. Und das müssen sie nicht machen, glaube ich, oder? Doch. Müssen sie? Ja. Okay. Unbedingt müssen sie Köpfe hängen lassen jetzt erstmal. Die nehmen das dann schon wieder mit, aber die müssen doch jetzt wissen, was sie falsch gemacht haben. Und das wissen sie ja auch schon im Kopf, auch wenn sie jetzt natürlich viel zu falsch anfangen zu analysieren. Aber die müssen doch diese schlechte Laune erstmal mitnehmen, das habe ich denen auch gesagt. Ja. Und dann sagen, das wollt ihr nicht wieder haben, oder? Okay. Und wenn ihr es nicht wieder haben wollt, dann spielt anders. Nächstes Wochenende hier Sonntag gegen? Belzig ist es, glaube ich. Belzig, genau. Ja. Ab 15 Uhr wieder. Mhm. Wir werden sehen, wie es da aussieht. Du hast das Schlusswort heute, Olaf. Ja, erstmal würde ich sagen, und meine Jungs lassen auch den Kopf hängen, weil man will immer gewinnen. Ja. Also das ist definitiv so. Wir sind ja auch hergefahren und wollten gewinnen. Aber wir bedanken uns auf jeden Fall für das schöne Spiel auf dem schönen Platz hier, bei tollem Wetter, tolle Zuschauer, war ein intensives Spiel. Ich denke, das war Kreisklasse at its best. Wir sehen uns in der Rückrunde in Schlarlach wieder. Ganz genau. Ja? Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank und Glückwunsch. Dankeschön. Markus, dir auch. Markus, bis bald. Viel Erfolg. Na klar, euch auch. Und ihr seht uns immer bei Borkheide News TV jeden Montag. Jo, dann warten wir auf das nächste Spiel am nächsten Sonntag. Wie gesagt, es ist viel los in Borkheide. 3 Veranstaltungen schon am Sonntag. Und zwar geht das allerdings um 15 Uhr auf dem Sportplatz.
los und dort spielt der BSV 90 gegen Belzig. So, jetzt sind wir schon wieder fast durch. Matze, was sagst du? Bleibt der Regen uns erhalten oder kriegen wir nochmal warme Tage? Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ist das nicht schön, so ein Landregen, den die Natur unbedingt braucht? Und wenn er dann auch zum Montag kommt, nach einem schönen Wochenende, was will man mehr? Aber gewöhnt euch bitte nicht an den Regen, denn der hört ziemlich schnell wieder auf. Und zwar in der Nacht zieht er ab und morgen ist er schon gar nicht mehr zu sehen. So wie die Wetterkarte das zeigt und maximal in Richtung Donnerstag ist nochmal vielleicht in der Nacht etwas Regen möglich. Aber das war es dann auch schon für die Woche. Temperaturen konstant tagsüber bis maximal 20, 22 Grad. Die Nachttemperaturen gehen schon wieder auf die 10 bis 13 Grad runter. Es ist ein beginnender Herbst, wie wir ihn aus jedem Jahr kennen. Letzte Woche im Schwimmbad noch offen diese Woche. Und dann ist am Sonntag der letzte Tag im Waldbad Borkheide zum Beispiel. Soweit von hier. Bis nächste Woche. Jo, das war jetzt das Wetter von Matze. Wir werden wieder Sonne sehen. Und wir verabschieden uns hier wie immer vor der Kamera. Euer Lutze bei Borkheide News TV. Und tschüss, bis zum nächsten Montag. Wow, 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 wow